Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder mein Full-Face-Beauty-Boxen für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde es immer ganz spektakulär, wenn man halt diese ganzen Unboxings von den Beauty-Boxen macht, aber viel interessanter ist es doch, ob die Produkte wirklich auch auf dem Gesicht ordentlich performen. Dieses Mal, also in diesem Monat, im Oktober, hatten wir gar nicht so viele dekorative Kosmetikschätzchen in den Boxen mit drin. Das heißt, ich habe so ein bisschen in meiner Wunderkiste rumgestöbert und da das ein oder andere Produkt rausgesucht, was ich jetzt einfach noch mit dazu nehmen werde, um das Full Face zu vollenden. Ja, das heißt, wir starten auch tatsächlich schon direkt mit einem Produkt, was gar nicht, ne? Also ich sage euch auch, also ihr könnt euch das vorstellen, es sind entweder Produkte, die irgendwann mal in einem Trash-Paket drin waren, in Trashy zum Beispiel, oder die ich mal in einem Haul gezeigt habe, oder natürlich in Adventskalendern oder so, ne? Okay, als erstes habe ich hier von Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base, ja, das ist einfach so eine, Primer-Geschichte, die ich jetzt verwenden möchte. Das riecht auch sehr, sehr interessant. Sieht von der Konsistenz her sehr fest und sehr cremig aus. Und fühlt sich auch auf dem Gesicht sehr fest an, aber weich. Oh mein Gott. Verleiht ein schönes Hautbild. Einfach gepflegt und eingecremt. Cool. Als nächstes bin ich sehr interessiert daran, dieses Produkt zu verwenden. Das ist von Balea die Tagescreme BB 5 in 1 zarte Tönung und intensive Feuchtigkeit für einen hellen Hautton mit Lichtschutzfaktor 15. Ein veganes Produkt. Normalerweise gibt man sich das ja so direkt ins Gesicht, aber wir schauen uns jetzt erstmal die Konsistenz und das Produkt an sich so an. Huch, ich weiß auch gar nicht, ob man unter sowas wirklich einen Primer nehmen muss, ne? Hier habe ich von Maxim seine Mischplatte und ja, das ist einfach eine cremige Konsistenz. Würde ich jetzt einfach mal mit einem Foundation Buffer auftragen, da habe ich jetzt hier einen von Love. Praktisch, man kann diese Mischplatte auch direkt als Spiegel verwenden. Also ich finde, dass die so ein leicht rötlichen Unterton noch mit dabei hat. Ne? Das sieht man auch im Spiegel tatsächlich. Also ihr seht das einfach jetzt quasi gerade vor eurer Nase. Hier habe ich die jetzt aufgetragen, da nicht. Ich würde die jetzt einfach nochmal mit den Fingern so ein bisschen verreiben, weil das doch sehr fleckig aussieht. Ja, ich habe das jetzt auf der Seite hier, ne? Auf der Seite direkt mit den Fingern eingearbeitet. Das sollte man auch so machen, aber es ist halt wie eine BB-Cream. Also eine ganz klassische getönte Tagescreme, die so ein bisschen Farbe ins Gesicht gibt, aber jetzt nicht groß irgendwelche. Also für mich ist das nichts. Nee. Als nächstes habe ich einen Concealer und zwar den Infallible More Than Concealer von L'Oreal. Habe ich hier in der Farbe 322 Ivory. Das ist dieser hier. Und den kann man halt sowohl als Concealer als auch als Foundation-Ersatz verwenden, was jetzt natürlich ganz gut ist, weil ich hatte jetzt ja eben eine BB-Cream, die nicht so allzu viel in meinem Gesicht verursacht hat. Dann habe ich hier so ein Schwämmchen, das ist von Love Cosmetics und die haben hier oben dann so eine festere Geschichte reingebaut und hier unten ist es ein weicheres Schwämmchen. Das werde ich jetzt direkt verwenden, um den Concealer einzuarbeiten. Ich sag da nichts zu. Nee, ich muss dazu was sagen, ne? Das sieht intensiv aus, ein bisschen hell tatsächlich, obwohl das eigentlich mein, Ivory ist eigentlich immer das, was ich verwende. Vielleicht oxidiert ja der noch so ein bisschen. Hat sie schön einblenden lassen und ich werde den jetzt auch noch tatsächlich ein bisschen mehr in meinem Gesicht verteilen, auch wenn er ein bisschen zu hell für mich ist tatsächlich, ja, weil ich einfach so ein bisschen noch was abgedeckt haben möchte. Ja, kann man machen, ne? Also es sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen übers komplette Gesicht auch noch drüber getupft, aber auch nur ganz, ganz dezent so verblendet, ne? Und ja, komm, ne? Das ist auf jeden Fall erstmal akzeptabel. Ich habe jetzt hier auch eine Lidschattenbase von Essence. Wo die wohl herkommt, man weiß es nicht, ne? Ist auch ein veganes Produkt und die werde ich jetzt heute verwenden. Was natürlich extrem witzig ist, weil das natürlich dunkler ist als alles andere, was gerade auf meinem Gesicht ist. Ach, aber die gefällt mir eigentlich wohl. Da kann man jetzt so nichts zu sagen, ne? Ja. Ich habe aber noch ein paar cremige und flüssige Texturen, die ich gerne auf mein Gesicht bringen möchte. Zum Beispiel hier von RMS Beauty ein Buriti Bronzer. Den haben wir hier einmal in seiner Verpackung drin, beziehungsweise in seinem Pöttchen. In seinem Pöttchen, genau. Und hier haben wir dann das Produkt. Das ist auch so ein bisschen mit einem Schein mit dabei. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt hier von Luxi den Small Duo Fiber 524er Pinsel und trage mir das hier mal mutig so auf. Kommt noch nichts. Ich nehme lieber meinen Foundation Buffer. Den mache ich aber erstmal sauber, weil da noch ein bisschen BB-Cream dran ist.
sehr fest hier drin. Oh, ich habe ein bisschen viel auf dem Pinsel, glaube ich. Wow, das ist ziemlich rötlich. Wow. Wow. Was ist das heute? Also im Prinzip kann man das als Blush, Bronzer und Highlighter in einem verwenden, weil das Produkt doch sehr, sehr rötlich ist. Oh, hier habe ich einen kleinen Fleck, den mache ich gleich noch weg. Ich möchte gleich tatsächlich noch weiter Blush und Highlighter verwenden. Mal gucken, wie ich das jetzt hier so verblendet bekomme, ne? Oh mein Gott, hier fängt dieses Video an. Leute, ich kann mich normalerweise schminken, aber das hier ist halt immer so ein bisschen Endgame, weil man auch so ein bisschen neue Produkte verwendet und die miteinander versucht zu kombinieren, ne? Und dann schaut man halt, was dabei so rumkommt. Es sieht furchtbar aus. Es sieht wirklich furchtbar aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Produkt irgendwie... Muss ich das anders anwenden? Also, es ist ein bisschen verrückt. Okay, ja. Mag auch daran liegen, dass es halt alles jetzt gerade mit einer... Ne, ich habe ja auch eine... Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie anders heute alles. Aber gut, ja. Es wird noch weiter ausgetestet. Als nächstes habe ich nämlich Produkte von Purish zugeschickt bekommen. Claudis Welt 15 gibt euch da 15% Rabatt auf viele, viele, viele Produkte. Ich glaube, auf mittlerweile das ganze Sortiment müsste das sein. Schaut da auf jeden Fall super gerne vorbei. Ist ein Affiliate-Rabattcode und Nabla hat neue Produkte rausgebracht. Und zwar habe ich hier zum einen die Two Reasons Lightweight Cream Color and Glassy Balm for an Effortless Natural Looking Flush Palette. Das hier ist jetzt die Farbe Soft Nude. Die habe ich hier. Die möchte ich auch ganz gerne verwenden. Da bin ich auch gerade sehr, sehr gespannt drauf. Beziehungsweise das, den Blush, den habe ich schon mal ohne Make-up drauf zu haben verwendet gehabt. Und das daneben ist halt ein ganz normaler Gloss-Gloss. Ne? Also, du kannst dir beides auch einfach ganz normal auf die Lippen geben. Man sieht hier den Blush, der ist schon sehr, sehr intensiv von seiner Farbabgabe. Und der Gloss ist einfach durchsichtig. Also da hast du nicht so eine große Farbgestaltung, also ne, ein richtig geiler Herbstblush und wie gesagt, den Gloss, den sieht man halt später auf der Haut. Wenn man das Ganze ein bisschen dezenter gestalten möchte, kann man das nämlich zusammen mischen, das werde ich gleich auch machen. Ich kann mir ja einfach den Balm, boom, das hat auch einen Spiegel mit drin, auf die Lippen geben. Da hätte man so ein bisschen was auf die Lippen drauf, ne, finde ich auch ganz schön. Jetzt nehme ich aber wirklich von Luxie hier den Stippling Brush und gehe hier in diesen Blush mit rein, habe dann auch ein bisschen was auf dem Pinsel. Und trage mir das auf meine Wangen auf. Ein wunderschönes Finish. Also das ist schön glowy. Theoretisch settet sich das von alleine. Also da bräuchte ich jetzt eigentlich nicht noch irgendwie ein Puder oder sowas drüber. Aber ich schmink mich gleich noch ein bisschen weiter intensiver. Also ich schichte heute so ein bisschen vor mich hin. Und deswegen, also das finde ich sehr, sehr hübsch. Und ich mag diese Farbintensität, ne? Also das sieht gerade richtig krass aus. Vor allem, weil der Concealer einfach viel zu hell ist. Das sieht so merkwürdig gerade aus, es tut mir leid. Leute, es geht hier noch ab, also wir werden das Ganze retten. Ja, der Concealer Crease, das macht er total super, muss ich ihm ja lassen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, den Balm, den könnte man sich jetzt auch mit dem Stippling Brush aufnehmen und einfach so nochmal drüber tupfen oder man gibt sich halt, ja, das macht hier echt schön nochmal so einen nassen Glow drauf, ne? Wenn man den Blush halt nicht so intensiv haben möchte, kann man das einfach mit dem Balm so ein bisschen abschwächen und hat es dann ein bisschen dezenter. Ist doch ganz süß. Einen habe ich noch und zwar ein Liquid Highlighter. Ja, es reicht noch nicht. Den hatten wir nämlich in der Pinkbox. Der ist von Elikia Beauty Illuminateur Naturell Vegan Eco-Friendly 15 ml. Weiß nicht, ob der eine Farbe hat. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr kühl unterwegs. Sehr, sehr kühl. Hier sehen wir auch, dass er recht flüssig ist. Ja, flüssige Texturen traue ich mich ja immer mehr dran, aber da bin ich halt noch nicht so der super Pro drin. Sieht das aus? Oh, sehr schön. Oh mein Gott, das ist wirklich sehr schön. Also wenn ich jetzt nur filmen würde und nicht nochmal rausgehen würde, dann würde ich das auch gar nicht setten, muss ich gestehen. Aber... Ich bin einfach, wenn ich draußen bin, eher so dafür, dass ich mein ganzes Gesicht an Ort und Stelle behalte. Mit dem Sassy Beauty Matte Perfecting Loose Powder werde ich jetzt einfach mal mein Gesicht setten. Hier sind 16,5 Gramm drin. Ich habe jetzt hier ein bisschen Puder mir in den Deckel reingegeben, um jetzt mein Gesicht zu setten. Dafür nehme ich von Love Cosmetics diesen Cheek Brush und sette jetzt zuallererst mal unter meinen Augen, weil da geht die Party mit dem Creasing gerade so hart ab. Wahnsinn. So, jetzt haben wir das Sorgenkind schon mal gerettet.
Also jetzt so auf den zweiten, dritten Blick macht das Puder ein gutes Ergebnis. Der Glow von dem Blush und so ist fast weg. Oh mein Gott, also das mattiert echt wirklich sehr, sehr doll ab. Aber meistens ist es so, dass es ja noch ein bisschen braucht, bis die natürlichen Öle der Haut wieder durchkommen und das Ganze sich miteinander verbindet. In Trashy hatte ich hier von Pat McGrath Labs dieses Light Puder Skin, keine Ahnung, kann ich nicht mehr lesen, mit drin. Das möchte ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Da hatten Michelle und ich ja auch schon festgestellt, dass es sich ultra geil anfühlt. Also sehr weich und so. Da gehe ich jetzt, ich bin pinselfaul, ne? Ich gehe jetzt wieder mit diesem gleichen Pinsel da rein. Wow. Sehr leichtes Puder. Und gebe mir das jetzt einfach mal so übers Gesicht. Hat nämlich so ein bisschen auch so einen Glanzeffekt, wie das Aura Glow Powder von Love. Ja, bringt auf jeden Fall wieder Gesicht in die Bewegung, genau. Auch das. Ja, ne? Ich bringe noch mehr Puder in mein Gesicht und habe hier von Wonder Beauty die Trip for Two Blush and Bronzer Duo Palette. Da möchte ich aber gerne den Bronzer draus verwenden, den hier. Der ist auch wieder sehr puderig, da muss ich ein bisschen abklopfen und kann dann jetzt einfach so das, was, ja, einfach nochmal drüber bronzen quasi. Mache ich aber nur ganz dezent, weil ich habe ja im Prinzip schon den Creme-Bronzer drauf. Das Ding ist, wenn man sowohl cremige als auch pudrige Texturen verwendet, dann hält das alles ein bisschen besser. Habe aber trotzdem nicht das Gefühl, als hätte ich jetzt 5 Kilo Make-up im Gesicht, weil ich jetzt ja auch nicht immer super viel drauf gebe, ne? Sondern immer nur so ein bisschen und so eine leichte Schicht und das immer schön verblende. Und trotzdem habe ich halt mehrere Schichten im Gesicht, aber es sieht nicht so aus irgendwie. Ja, so würde ich das dann jetzt auch mit der Bronzer-Intensität einfach mal lassen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und ja, ein schöner Bronzer, aber den Blush daraus verwende ich nicht, weil wir hatten diese Pixie Cake Palette in der Beauty Love Natural Box drin. Das ist diese hier. Und da möchte ich dann sehr, sehr gerne den Blush verwenden. Ich glaube, Green Cloudy müsste mein Code auch sein für Beauty Love, dass man da 10 Euro sparen kann. Ja, den trage ich mir jetzt einfach hier so auf. Das ist halt auch wirklich ein glowiger Blush, ne? Da haben wir jetzt auch wieder Glitzerpartikel oder Schimmerpartikel so mit drin. Schaut dann so aus. Kann man auch noch weiter aufbauen. Ich gehe jetzt hier auch einfach in die Mitte rein, ne? Den hatte ich ja auch schon beim letzten Full Face Beauty Box mit am Start und mag den auch ganz gerne, den Blush. Ja, den, das, die, der, wen, wessen, irgendein Blush. Aber ich finde, dass der Schein von dem Blush jetzt nicht zu intensiv ist, ne? Also man könnte jetzt theoretisch noch einen weiteren Highlighter verwenden oder man geht halt hier auch in diese hellen oder dunkleren Töne. Also ich persönlich würde es mittlerweile auch gar nicht mehr als Face-Palette sehen, also Blush, Bronzer, Highlighter, sondern als komplett Blush. Und je nachdem, wie hell oder dunkel man den haben möchte, umso mehr bewegt man sich hier auf der Palette. Also so ist das irgendwie meine Idee dahinter, ne? Ich finde, dass meine Base jetzt auch immer noch ziemlich gut aussieht, oder? Mittlerweile sieht die ziemlich gut aus, wenn ich so an eben denke, das war sehr gruselig. In der Glossy Box in Kooperation mit Jolie gab es diesen Highlighter von Kia T. London in der Farbe Moondust. Das ist so ein ganz kleines Vieh, also sehr, sehr knuffig, ne? Kann man nicht anders sagen. Und so schaut der von innen aus. Und den fand ich auch schon beim Swatchen sehr, sehr schön. Hier nehme ich mir jetzt einfach so einen Lidschattenauftragepinsel. Huch, oh ja, sehr pudrig das Ganze. Und trage mir den Highlighter hier einfach mal so auf. Der ist schon intensiv, das kann man nicht anders sagen, ne? Kann man sich auch ein bisschen mit dem Cheekbrush verblenden, falls man das nicht so balkenmäßig haben möchte. Oh mein Gott, also der hat echt Power. Der hat richtig Power, aber den mag ich gerade voll. Ist jetzt für mich auch nicht zu dunkel. Nö, der ist gut. Ein Augenbrauenprodukt zum Augenbrauenmalen hatte ich nicht mit drin, aber habe ich in meiner Grabbelkiste gefunden. Da habe ich hier den Slimatic Ultra Precise Brow Pencil von Catrice in der Farbe 020 Medium. Klassiker, ne? Ja, mit diesem Augenbrauenstift, das ist immer so eine Sache, ne? Da habe ich auch so eine kleine Hassliebe. Einerseits finde ich, dass er toll die Augenbrauen definiert und zeichnet und hast er nicht gesehen. Andererseits braucht er sich so dermaßen schnell auf. Und der ist schon ein bisschen zu dunkel für mich, aber egal. Ich mag den trotzdem gerne. Zum Fixieren meiner Augenbrauen habe ich heute zwei Produkte. Einmal hatten wir in der Goodiebox von MCO Beauty das Clear Brow Gel. Und das möchte ich gerne auf der einen Seite ausprobieren. Das hat ein riesengroßes Bürstchen. Oh mein Gott, sieht aus wie eine Mascara eigentlich, ne? Das mache ich hier mal bei der von mir aus rechten Augenbraue drauf. Ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen trocknen, um seine volle Standfestigkeit zu zeigen. Und in der Glossy Box mit Jolie hatten wir den 24 Hours Brow Setter von Benefit mit drin. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte.
Es sieht einfach erstmal wunderschön aus. Ne? Also die Optik, ach, Benefit hat es einfach drauf. Und dann haben wir hier so ein, ja, ist das Gummi? Hartgummi? Keine Ahnung. Applikator. Und wenn das getrocknet ist, dann sind die Augenbrauen wie festgetackert. Ich lieb's. Sodele. In der Goodiebox hatten wir auch noch eine Lidschattenpalette drin. Und zwar von Botanic Beauty, die Bare Essentials Eyeshadow Palette. Die möchte ich gerne mit euch zusammen ausprobieren, auftragen, wie auch immer. Ja, hat eher nudefarbene Töne und heute habe ich auch tatsächlich mal Lust auf einen sehr klassischen, langweiligen, entspannten Alltagslook. Passend zu der Lidschattenpalette hatten wir auch diesen Pinsel von Nire mit drin gehabt. Das ist einfach die 223 Eyeshadow. Und jetzt starte ich erstmal mit diesem Cream-Ton. Das ist so ein ganz normal knochenfarbener Ton, um mein Augenlid zu setten. Diesen etwas aschigen Ton Tan gebe ich mir in die Lidfalte rein, einfach so als Schatten. Der kommt auf dem Augenlid auch gar nicht so aschig rüber, wie er im Pfännchen aussieht. Also im Pfännchen hätte ich den jetzt als ja, eher aschigen Ton gesehen, aber auf dem Augenlid kommt er sehr warm rüber. Ich gebe mir den Ton auch einfach direkt jetzt schon mal an den unteren Wimpernkranz, weil wir sind gerade hier so schön zusammen, ne? Gleicher Pinsel, gleiche Palette, aber jetzt der Ton Mokka. Kommt hier nach außen einfach in den Außenwinkel und den blende ich dann auch ganz ebenso bis zur Hälfte der Lidfalte mit rein. Mit dem Finger nehme ich mir diesen goldschimmernden Ton Ginger auf und den gebe ich mir einfach auf mein bewegliches Lid ein bisschen höher, weil ich ja auch ein Schlupflid habe. Das innere Drittel lasse ich so ein bisschen frei, weil ich da gleich noch einen hellen Ton hingeben werde. Das könnte man dann natürlich auch ineinander verblenden, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Dann nehme ich mir so einen ganz feinen Lidschattenauftragepinsel und gehe in den Ton Shell rein, da. So ein Schimmerton, ne? Und den setze ich mir in meinen Innenwinkel und ziehe den auch auf mein Augenlid mit drauf. Immer wieder so auftragen, tupfen, hast du nicht gesehen, weil den muss man ein bisschen mehr aufbauen, aber ich finde, der kann schon ein bisschen was. Ist jetzt nicht so super knallig, aber der macht eine schöne harmonische Geschichte dann auf dem Auge. Und die Reste vom Pinsel kommen dann einfach hier unter den Augenbrauenbogen, um da noch ein kleines Highlight zu schaffen, aber nicht zu intensiv. Das gefällt mir. Sieht auf jeden Fall harmonisch aus und so würde ich auf jeden Fall meinen Tag erleben können. Ich hätte aber tatsächlich noch ein ganz kleines, winziges bisschen Bock auf ein bisschen mehr Farbe. Da kommt es mir doch ganz gelegen, dass ich hier von Etre Belle in Treasuresaurus ein Lidschattenstift drin hatte in der Farbe 06. Der müsste blau sein. Der schaut so aus und ist halt wirklich einfach mal blau. Und den gebe ich mir an meine untere Wasserlinie. Ja, ich bin jetzt ordentlich über meine untere Wasserlinie gerubbelt und da kommt einfach nichts drauf. Ich versuche den jetzt einfach mal, ja, einfach so aufzutragen. Ne, 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 wir werden keine Freunde. Guckt euch das an, ne? Ne, ne, ne. Ich mache jetzt mal was Spektakuläres, was ich noch nie gemacht habe und was ich immer mal ausprobieren wollte. Ja, habe ich jetzt von Purist zugeschickt bekommen, von Nabla, den Freckle Maker. Ich werde mir jetzt mal ein paar Sommersprossen zaubern. Das ist einfach eine ziemlich schöne Verpackung. Sieht ein bisschen aus wie ein Dip Eyeliner. Okay, der hat so einen Schwämmchen-Applikator. Sieht so aus. Komm, wir probieren das mal aus. Mein erstes Mal! Alle YouTuber haben schon ausprobiert, außer Claudinchen. Läuft. Also, ich glaube, ich habe das ein bisschen zu doll angewendet. Denn das sieht ein bisschen aus, als hätte ich jetzt Masern, oder? Einmal ist immer das erste Mal. Nee, also ich muss gestehen, dass ich mich tatsächlich nicht so wirklich wohl mit Fake-Sommersprossen im Gesicht fühle. Weiß ich nicht. Schreibt mir gerne mal, wie ihr sowas findet, unten in die Kommentare. Ich habe es jetzt auch das erste Mal ausprobiert, ne? Ist wie es ist. Ich werde damit heute rumlaufen. Und ich werde jetzt als nächstes noch ein Setting Spray verwenden. Das Hydrate the Mist von Jordan Samuel Skin. Das kann man nämlich auch als Setting Spray verwenden. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Springt einen ziemlich an. Das löst gerade wirklich hart meine Base ab. Läuft. Wow, nicht, dass gleich meine Mom vorbeikommen würde und wir zusammen spazieren gehen wollen. Egal, so, Eyeliner habe ich jetzt hier von O-O-Lution Headline Eyeliner. Auch das ist ein Dip Eyeliner. Grandios, Leute, ich sag euch das. Heute ist echt der Tag der Tage. Der war in der My Little Box mit drin. Der ist schwarz und den werde ich mir jetzt auftragen. Ich hoffe, dass ich das echt irgendwie hinkriege.
bekommen. Dafür, dass ich heute eigentlich einen ziemlich schlechten Make-up-Tag habe und eigentlich auch nicht mit Dip-Eyelinern klarkomme, hat es erstaunlich gut funktioniert. Dieses Pinselchen vorne dran ist aber sehr, sehr widerspenstig. Also das ist nicht so leicht, damit zu arbeiten. Egal, ich habe einen Mini-Wing hingekriegt und ich habe auch einen Eyeliner gezogen. Jetzt machen wir weiter mit der Mascara. Da hatte ich in der Glossy Box die Lash Changer Volume Mascara in Waterproof. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie bei mir funktioniert. Ich mag eigentlich keine Waterproof Mascaras. Ich schreibe euch mal auch in die Infobox rein, wie die so sich hat abschminken lassen, weil das ist ja auch immer so ein Ding bei mir, ne, dass ich deswegen keine wasserfesten Mascaren mag. Die hat ein tannenbaumförmiges Kunstfaserbürstchen ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also sie hat mich jetzt nicht von den Socken, muss ich sagen, aber ja, das Ergebnis ist okay, ne? Komme ich auf jeden Fall mit klar. Passt auf jeden Fall zum Look. Dieses natürliche, niedliche ist irgendwie auch auf jeden Fall wieder mit dabei. Ja, kann man machen. Muss ich halt nur gucken, wie ich die abgeschminkt bekomme. Drei Lippenprodukte hätte ich jetzt quasi zur Auswahl, aber wie immer entscheide ich das nicht selber, sondern das entscheidet dann meine liebe Lady. Zum einen habe ich hier von Love den Lip Affair Marianna's Chestnut, die Nummer 502. Den hatten wir in der Glossy Box Sonderedition mit Julie. Dann habe ich hier von Josephine das Lip Power in der Farbe Filou. Das hatte ich in der Glossy Box mit drin gehabt, also in der regulären. Und last but not least habe ich hier von Art Deco ein Lippi. Das ist die Farbe Natural Cream Lipstick Raisin, also quasi Traube. 643 ist da die Farbbezeichnung. Der war in der Beauty Love The Natural Box. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. 1 plus 3 ist 4. Nein. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Alles klar, passt auch ganz gut. Marianna's Chestnut. Außen drumherum gebe ich mir meinen Lip Liner. Das ist von Maybelline Color Sensational in der Farbe. Hat keine Farbe. Ist einfach Nude. Nee, Nude Whisper Nummer 10. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Aber jetzt, wie gesagt, kommt noch unsere Marianna drüber. Ha, das passt ganz gut zusammen. Das sieht jetzt richtig harmonisch aus, auch mit den Sommersprossen. Also jetzt gefällt mir das Gesamtkonzept von dem Look tatsächlich auch echt gut, ne? Ja, um das Ganze abzuschließen, habe ich hier von Avon Little Black Dress Weekend. Das ist einfach ein Parfum, was ich in Trashy drin hatte. Und das hüpft einen ja richtig an, meine Herren. Mag ich gerne. Das ist ein angenehmer Duft. Sehr dezent, muss ich sagen, ne? Aber gefällt mir doch. Also es hat sich wirklich zum Positiven gewendet. Wir sehen es ja, ne? Es ist wirklich zu einem Look geworden, mit dem ich auch gleich vor die Tür gehen kann, wo ich mich nicht für schämen muss. Ein bisschen schade, dass so wenig Produkte jetzt diesen Monat bei den ganzen Beautyboxen drin waren, aber ist ja nicht schlimm. Ich bekomme ja hier täglich Nachschub durch meine ganzen Adventskalender-Unboxings. Von daher, ne? Bin ich ja ganz gut ausgestattet. Nö, also gefällt mir jetzt vom Gesamtkonzept her. Man darf mich jetzt nur nicht allzu sehr aus der Nähe betrachten. Meine Augenbrauen. Ja, also diese Seite merke ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Das ist MCO Beauty, ne? Und das hier ist der 24 Hours Brow Setter. Ja, nee, da merkst du nicht wirklich viel von. Lieber 24 Hours Brow Setter tatsächlich. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und meinem Fullface Beauty Boxen im Monat Oktober. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!